Leute, heute gibt es wieder 20 GTA 6 Leaks um die Ohren und ich hoffe, dass ich mich bei, keine Ahnung, über 100 Leaks, die ich mittlerweile rausgeballert habe, nicht irgendwo dopple. Wir fangen direkt mal an mit den Bandenkriegen. Ich habe ja darüber berichtet, schon mal vor einigen Videos, dass das Territoriumsystem aus San Andreas zurückkommt. Und so kann es zum Beispiel sein, wenn du im feindlichen Gebiet unterwegs bist. Das muss ja nicht mal unbedingt das feindliche Gebiet sein. Es kann auch sein, dass du in deinem eigenen Territorium oder irgendwo im freien Territorium, freien Gelände unterwegs bist, dass einer aus einem feindlichen Gebiet oder feindliche Bande dich vielleicht zufällig auf der Straße sieht, dann kann das passieren, zufällig, als zufälliges Event vielleicht, dass die aus einem Auto an dir vorbeifahren und einfach aus dem Auto raus auf dich ballern. Einfach so. Finde ich eine richtig, richtig coole Sache und damit bin ich mit der Seite jetzt endlich mal hier weg für den ersten Leak, erste Seite. Die Mafia. Es gibt eine Mafia oder es gibt allgemein, wahrscheinlich nicht nur eine Mafia, keine Ahnung, in GTA 6. Und es kann sein, wenn du der Mafia in den Weg kommst bei irgendwelchen Taten oder so, dass du es vielleicht unbeabsichtigt hast, kannst du auf die Abschussliste der Mafia gelangen. Und kann es sein, dass ein professioneller Kopfgeldjäger auf dich angesetzt wird und der dann versucht, dich einfach zu exekutieren. Man kann in GTA 6 ehrliches Geld verdienen. Du kannst verschiedene Jobs annehmen. Du kannst, ich weiß gar nicht, in welchem Teil das war, in irgendeinem Teil konntest du Pizza ausliefern. Das soll in GTA 6 wieder gehen. Du kannst aber auch Feuerwehrmann werden, du kannst Lieferwagenfahrer werden, Rettungssanitäter, du kannst Soldat werden und so weiter und so fort. Also es gibt eine Menge Sachen, mit denen du dein Geld ehrlich verdienen kannst. Du kannst überall Musik hören. Das finde ich ein richtig cooles Feature, denn du hast Kopfhörer, du hast ja immer dein Handy dabei, so kann es sein, wenn du irgendwo unterwegs bist, sonst war das ja immer nur im Auto möglich, kannst du dir eine Favorite Playlist zusammenstellen. Es soll wohl sogar sein, dass du Spotify mit deinem Rockstar-Account irgendwie koppeln kannst, mit GTA 6 koppeln kannst und sogar deine eigene Playlist abspielen. Allerdings frage ich mich immer noch, es gibt ja wirklich viele, viele, es gibt ja hunderte Titel, wenn nicht sogar 1000, keine Ahnung. Das sind natürlich alles gerade für Streamer, YouTuber. Du lädst ein Video hoch, das ist natürlich alles irgendwo Musik, für die du keine Lizenz hast. Wie das dann mit einem Copyright-Strike aussieht, wenn du vielleicht ein Video hochlädst, wo man die Musik sehr, sehr laut und sehr, sehr deutlich hört und auch in einem Livestream vielleicht. Du hast ja die Lizenzen nicht. Und ich weiß nicht, ob Twitch in der Lage ist zu erkennen, oh, der spielt gerade GTA 6, alles schon im grünen Bereich. Da bin ich mal noch gespannt, was da auf uns zukommt. Ob man dann im Zweifel als Streamer vielleicht sogar die Musik deaktivieren muss, damit man keinen Strike bekommt. Das wäre schon echt eine richtig bescheuerte Nummer. Aber wie das abläuft, müssen wir mal abwarten. Das ist jetzt nur mal frei von mir. Aber ansonsten kannst du überall Musik hören. Der Typ hat dann einfach Kopfhörer im Ohr, Jason oder Lucia, und Feuer frei. So, dann stehen Lucia und Jason jeweils auf verschiedene Sportarten. Lucia steht zum Beispiel auf Football und Basketball steht auf Jasons Liste. So ein paar Realitätsdinger, so ein paar Fakten. Jeder Charakter hat Vorlieben für bestimmte Waffen. Lucia zum Beispiel, sie ist ein Cop, sie steht eher auf Handfeuerwaffen und Jason eher auf Sturmgewehre. Und dementsprechend gehe ich mal davon aus, dass sie auch besser mit den jeweiligen Waffen umgehen können. So, wie sich Lucia und Jason kennenlernen, habe ich, glaube ich, in einer der Videos schon mal gesagt, aber der Vollständigkeit halber kann ich das gerne noch mal erzählen. Da gibt es nämlich auch so ein kleines verstecktes, na, Easter Egg würde ich es nicht nennen, ich weiß jetzt gerade nicht, wie ich es beschreiben soll. Du kannst ja zwischen den Charakteren wählen und es soll so sein, dass die sich auf einer Polizeistation oder in einer Polizeiwache kennenlernen. Lucia als Cop, Jason ist im Knast und Lucia soll ihn freilassen. Und sobald diese Szene beginnt und du Lucia steuerst, kannst du entweder sagen, du lässt Jason jetzt frei, oder du kannst auf Jason wechseln, auf den Charakter wechseln, und sobald du das getan hast, musst du so lange warten, bis Lucia dich freilässt, weil dann ist erstmal dieses Charakterwechselsystem deaktiviert. Was das jetzt groß bringen soll, keine Ahnung. Passiert wahrscheinlich ein paar andere Sachen in der Dingens, bevor du mit Lucia einfach frei raus auf Jason zusteuerst und den irgendwie freilässt. Keine Ahnung, müssen wir mal abwarten. Aber das dauert noch eine Weile. Social Media ist natürlich auch ein großes Thema. Die Charaktere haben jeweils einen Account auf Bleeding Invader, heißt es, glaube ich. Und das andere habe ich schon mal... Wie hieß denn das nochmal? Nein! Es tut mir leid, ich habe einen völlig anderen Stichpunkt hier. Social Media, damit meine ich
Du lernst bestimmte NPCs kennen, die für die Story wichtig sind. Dann haben die jeweils auch einen Social Media Account, auf den du draufgehen kannst, und dann kannst du verschiedene Details über diese Person erfahren. Das wollte ich damit sagen. Die Social Media Accounts habe ich, glaube ich, schon mal vorgelesen. Bleeding Invader heißt, glaube ich, ein Account, das ist sowas wie Facebook oder weiß der Geier was, irgend so ein Messenger. Und das andere, weiß ich jetzt nicht mehr, wie das heißt. Dann für den Realismus, Schmutz, Schweißflecken, Paintballflecken und so weiter und so fort, bleibt an deinen Klamotten kleben, haften, wenn du dich nicht mehr umziehst, dich vielleicht wäschst oder so, bleibt das alles an dir kleben und du siehst aus wie ein Schwein. Richtig coole Sache. Kleider machen Leute. Das ist etwas, das finde ich richtig genial, diesen Effekt. Du kannst zum Beispiel in irgendein Nobelviertel gehen. Dann gehst du da mit Anzug, Krawatte, so wie du in so einem Nobelviertel dich wahrscheinlich bewegen solltest, gehst du lang. Alle behandeln dich gut, alle behandeln dich nett. Sollte es aber mal so sein, du gehst vielleicht mit den letzten Drecksklamotten durch dieses Nobelviertel, dann wird man dich wahrnehmen. Sagen wir es mal so, du wirst wahrgenommen, weil du einfach nicht dahin gehörst. Und so kann es passieren, dass NPCs vielleicht denken, oh, ein Vagabund. Der will vielleicht irgendwas klauen und dann gucken die auf dich und ob die dann vorsichtshalber vielleicht schon die Cops rufen, weiß ich nicht. Aber man geht davon aus, dass du nicht gut behandelt wirst, wenn du durch ein Nobelviertel in hässlichen Klamotten rumläufst und Sachen könnten passieren. Jeder hat seine Macken. Ich habe jetzt leider bis jetzt nur die Macke von Lucia. Sie mag keine Montage. Es gibt einen Wochentagsrhythmus und so wird es so sein, wenn du montags mit Lucia unterwegs bist. Ja, dass sie nicht so richtig Bock auf den Tag hat. Wie sich das auf diese ganzen Handlungen widerspiegelt, wenn das an einem Montag passiert, kann ich euch leider jetzt aktuell noch nicht sagen. Instinktives Handeln. Das finde ich interessant. Da muss man halt mal aufpassen, ob man gerade pennt, wenn man am Controller hängt und rumläuft. Das könnte zum Beispiel so sein. Du läufst irgendwo lang, wirst auf einmal von einem Hund überrascht. Dann könnte es sein, wenn du zu langsam bist. Gerade Lucia, weil sie im Kopf ist, würde sie instinktiv die Waffe ziehen und den Hund wahrscheinlich erschießen, ohne dass du das selber gesteuert hast, weil du vielleicht zu langsam warst. Das ist mit instinktives Handeln gemeint. Das heißt, wenn du das vielleicht nicht gerade vorhast, weil du keinen Bock hast, Tiere zu töten, was eine feine Sache ist, dann musst du halt immer parat sein, wenn irgendwas passiert. Du musst hinter jeder Ecke, hinter der du irgendwo langläufst, musst du damit rechnen, dass vielleicht irgendeine Gefahr lauert und da nicht irgendeine Handlung passiert, die du vielleicht nicht wolltest. Das finde ich sehr interessant. Bin ich auch mal gespannt, ob man sowas deaktivieren kann im System, irgendwie instinktives Handeln aus- und einschalten zum Beispiel. Vielleicht steht da auch noch eine Beschreibung, für was das gut ist und welche Situationen dafür zum Beispiel in Frage kommen könnten. Könnte ich mir vorstellen, dass man das vielleicht deaktivieren kann. Solltest du richtig viel Kohle auf deinem Konto haben, egal auf welchem Charakter, kann es sein, dass wenn du diesen Charakter gerade nicht steuerst, dass die selbstständig einen Teil der Kohle ausgeben. So steht Jason zum Beispiel auf Schmuck, Juwelen und so weiter und so fort. Ich bin mir nicht sicher, ob ich diesen Leak schon mal rausgehauen habe. Es kann durchaus sein, dass ich das in irgendeinem Video schon mal gesagt habe. Wie gesagt, so kann es sein, dass Jason Geld für Schmuck, Juwelen und so weiter ausgibt, ohne dass du das vielleicht wolltest. Es sollte natürlich so bleiben. Beziehungsweise so sein, dass du trotzdem noch genug Kohle hast. Und Lucia ist da eher sparsamer und gibt das Geld eher so für das, was du mal täglich im Leben so brauchst, Lebensmittel und so weiter. Und so fort. Dann haben wir eine Skip-Möglichkeit. Du kannst dir zum Beispiel ein Taxi nehmen, kannst an den Zielort deiner Wahl fahren. Also entweder schaust du dir die ganze Fahrt an, genießt die Aussicht, spielst an deinem Handy, machst Online-Casino und so weiter. Du kannst diese Geschichte aber auch skippen, dass es schneller geht. Du kannst zum Beispiel bei dem Skip sagen, okay, ich möchte während der Fahrt schlafen. So regenerierst du dich ein bisschen, bist vielleicht ein bisschen erholter. Achtung! Es gibt aber die Gefahr, und das finde ich für den Realismus auch eine richtig interessante Sache. Es kann sein, dass du aufwachst und wurdest einfach mal ausgeraubt. Vielleicht vom Taxifahrer selber, oder eigentlich kannst du nur der Taxifahrer selber sein. Dann stehst du vielleicht irgendwo nicht mal unbedingt an deinem Zielort und hast auf einmal weniger Geld in der Tasche. Das finde ich eine richtig interessante Sache. So, dann kann man in GTA 7 Frauen daten. Jeder hat ihre Macken. Ziehst du zum Beispiel mehrfach dieselben Klamotten an, kann die das mitkriegen. Es gibt sogar Frauen, die sind ein bisschen gaga und stehen darauf, wenn sie schlecht behandelt werden. Es gibt aber auch Frauen, die legen natürlich eine Menge Wert auf gutes Verhalten und so weiter. Da müssen wir nämlich mal gucken. Es soll wohl so sein, dass zwischen Jason und Lucia eine Art Partnerschaft besteht. Inwieweit das dann ein Beschiss ist,
dass du fremd gehst. Keine Ahnung. Müssen wir mal abwarten. So, das habe ich schon mal berichtet. Das habe ich in diesem Video sogar schon erzählt. Das überspringen wir. Sicherheitschecks in Flughäfen. Wenn du dich einem Flughafen näherst, beziehungsweise in dem Flughafen natürlich drin bist, gibt es irgendwann einen Sicherheitscheck, wenn du natürlich in ein Flugzeug einsteigen willst. Und diese Sicherheitschecks sollen sehr, sehr genau sein. So wird es dir wahrscheinlich nicht möglich sein, mit einer Waffe ein Flugzeug zu besteigen. Dann kann man natürlich, macht ja auch Sinn, wenn man Sicherheitschecks in GTA 6 machen kann, kannst du Flugtickets kaufen und kannst dich dann auch frei in dem Flugzeug bewegen, wenn das abhebt. Ob du aus dem Flugzeug rausspringen kannst, das steht aktuell noch in den Sternen. Laut den Leaks, die ich gehört habe, kann es sein, dass du an das Flugzeug so lange gebunden bist, bis es landet und wohl nicht aus dem Flugzeug rausspringen. Du kannst aber auch mit genug Geld ein Privatjet besitzen, aus dem wirst du dann mit Sicherheit rausspringen können. Gibt sogar einen Wingsuit in GTA 6. Ich glaube, diese Information habe ich mir für ein anderes Video aufgespart. Jetzt habe ich es erzählt. Es gibt einen Wingsuit, mit dem du richtig weit gleiten kannst, wenn du mal irgendwo durch die Lüfte heizen willst. Auch eine richtig coole Sache. Und du kannst sogar sowohl für Privatjets als auch vielleicht für eine Villa, die du besitzt, kannst du Angestellte haben, die sich um dein Wohlbefinden kümmern. Ladies and Gentlemen, das waren, naja, jetzt sind aus 20 Leaks 19 geworden. Oder doch 20, bin mir nicht ganz sicher. Eigentlich auch völlig Hupe. Das waren auf jeden Fall ungefähr 20 Leaks für GTA 6. Ich bin wie immer auf eure Meinung gespannt. Verbleibe mit freundlichen Grüßen und wünsche euch noch einen schönen Tag. Haut rein. Ciao.